Das glaube ich ein bisschen schon. Nicht der Einzige. Aber ich bin zweifelsohne einer derer, die es versucht haben. Also, ich meine, sagen wir, da ist man ein richtiger Konservativer. Man konserviert das, was wertvoll ist aus der Vergangenheit, ist aber offen zu dem, was kommt. Oder wie es einmal Franz Josef Strauß beschrieben hat, der Konservative blickt auf die Sterne, aber vergisst nicht, dass seine Füße auf dem Boden sind. Habsburg. Otto von Habsburg saß im allerersten Parlament, das Europas Bürger wählten. Damit hat ihm das allgemeine Wahlrecht politische Legitimität verliehen. Harris. Politik ist seine große Leidenschaft. Sie erlaubt es ihm, für seine Vorstellungen, für seine Ideale einzutreten. Kurzum, für Europa. Le successeur de votre Pan-Europe en cette assemblée est un prince de Habsbourg. Politisch ist Otto von Habsburg im Parlament im rechten Spektrum zu finden. Nous étions trois Européens. Vous êtes entré sous la bannière, disons-le clairement, de l'anticommunisme. Absolument. De l'anticommunisme et puis aussi sous la barrière de la sous la bannière de la libération. Donc qu'effectivement, il y avait beaucoup de membres dans le Parlement qui reconnaissaient la frontière de Yalta comme définitive. Mm-hmm. Je suis entré très largement ne reconnaissant pas la frontière de Yalta et disant les peuples derrière cette frontière sont tout autant européens que nous-mêmes. Mm-hmm. Et par conséquent, il est de notre devoir de travailler pour la libération. Dieses Engagement machte Otto von Habsburg zu einem der engagiertesten Europaabgeordneten, der nicht zögert und schon mal nachfragt bei den Kollegen. Meine Damen und Herren, das ist, glaube ich, was wir immer wieder sagen müssen. Ohne Druck auf die Regierungen wird nichts gehen. Es ist nicht an der Gemeinschaft. Die Gemeinschaft hat diesbezüglich Klares gesagt. Die Regierungen haben immer wieder obstruiert. Und darum möchte ich sagen, dass ich mich besonders gefreut habe, die Bemerkung meines Freundes Böge zu hören, den ich übrigens als einer der nützlichsten Mitglieder des Parlaments betrachte. Er hat, das ist aber auch wahr, und es gibt sehr viele unnütze Menschen in diesem Parlament. Das ist auch was. Sie brauchen nur die leeren Stühle anzuschauen. Vielen Dank, Herr von Habsburg. Ich habe nun noch Herr Kommissar Bangemann, aber ich wollte vielleicht noch Sie eine Frage stellen. Ob Otto von Habsburg als Abgeordneter seiner Partei, der Europäischen Volkspartei, der EVP, im Plenarsaal spricht oder in den Fraktionssitzungen. Seine Ideen verteidigt er mit Humor und Entschlossenheit. Letztlich dienen sie nur einer Sache, Europa. Ein täglicher Kampf mit einem fernen Ziel, der Erweiterung der Europäischen Union um die Länder des ehemaligen Ostblocks. Ich bin der Überzeugung, die Völker haben ein Recht auf Europa. Es sind nicht die jetzt auf der glücklichen Seite sind, auf der Sonnenseite, die das Recht haben zu bestimmen, ob ja oder nein sie hereinkommen. Alle Völker haben das, speziell die, die am besonders gelitten haben. Dass man gewisse Kriterien selbstverständlich der Struktur macht, ist notwendig. Aber ich muss Ihnen sagen, wenn ich heute die Situation schaue, so ist bestimmt die Notwendigkeit, die Strukturen zu verändern, mehr im Westen wie in der Mitte und im Osten. L'archiduc Otto de Habsbourg, que nous recevons aujourd'hui, est l'héritier sans couronne d'un empire vieux de 7 siècles qui, au plus fort de sa splendeur, sous Charles Quint, s'est même étendu de l'Amérique latine aux Philippines. Il est le fils aîné du dernier empereur d'Autriche, qui était en même temps le dernier roi de Hongrie, Charles Ier. Lorsque son père a été chassé du trône en 1918, l'hymne national de son pays était chanté en 15 langues et chrétiens et musulmans vivaient en paix en Bosnie. Une première question, peut-être un peu indiscrète. Quand vous voyagez et qu'un douanier qui ne vous connaît pas vous demande de quelle nationalité êtes-vous, vous répondez quoi? Or, j'ai déjà répondu plusieurs nationalités, bien entendu.
Je n'ai pas eu de question de nationalité depuis très longtemps. Alors vous répondriez quoi si on vous posait la question? Si c'est en Europe, je lui dirais tout d'abord que ça ne le regarde pas, parce qu'à l'intérieur de la communauté, il n'a plus le droit de le faire. Je dois dire, c'est la seule chose qui me met en rage, c'est quand certains fonctionnaires essayent de rétablir de nouveau les États nationaux que nous avons dépassés au moins le long des frontières. Alors si c'est au fin fond de l'Amérique latine? Oui, alors là, je dirais européen. Ça m'échappe automatiquement. Ich werde sehr, sehr oft gefordert. Natürlich, es hängt ein bisschen ab. In gewissen Zeiten ist es wirklich schon sehr viel. Und hier in Straßburg ist es natürlich für mich manchmal ein bisschen ein Problem, weil ich doch dringend was zu tun habe und ich habe die Papiere zu bearbeiten und es sind Ausschüsse. Und ich werde halt von allen Seiten gefordert, vielleicht auch darum, weil ich natürlich einige Sprachen spreche und daher mit jedem Programm in seiner Sprache sprechen kann. Und das erleichtert Ihnen die Aufgabe sehr. Ich meine, zum Beispiel das nächste wird die BBC sein, mit der ich morgen zu tun habe. Ich halte mich nur zurück, wenn es wirklich zeitlich nicht anders geht. Aber wenn es irgendwie zeitlich geht, tue ich es gerne machen. Denn schauen Sie, ich komme ja selbst aus dem Journalismus. Ich habe sehr lange Zeit in Zeitungen gearbeitet. Und daher habe ich gegenüber den Medien ein Gefühl von Solidarität und von Freundschaft. Haben alle gewählt? Est-ce que tous ont déjà voté? Have all voted? Han todos votados? Mindenki szavazott, eh? Ich habe auch noch was auf Ungarisch gesagt. Für die Zukunft. Als der Europaabgeordnete 1979 anfing, haben viele Kollegen ein wenig die Nase gerümpft. Inzwischen jedoch hat er über die Legislaturperioden hinweg die Herausforderung gemeistert, man mag und schätzt ihn. Als er dann in den Ruhestand ging, erschienen viele Parlamentarier ihm zu Ehren, unabhängig von ideologischen oder politischen Überzeugungen. Ich bin bereits mit über dem Pensionsalter zum Abgeordneten gewählt worden. Da habe ich dann noch 20 Jahre hier wundervolle Zeit gehabt. Und es war wirklich eine gute Zeit. C'était toujours une période admirable pour moi ici au Parlement, car je jouissais à chaque moment de la perspective de la journée prochaine. Je n'ai jamais été déprimé, je n'ai jamais été fatigué, je ne me suis jamais plaint de ce qui se passait chez nous, parce que ça valait la peine. Ça valait la peine parce que j'étais... Heute lebt Otto von Habsburg in München als aktiver Ruheständler. Was aber denkt er, wenn er nun zurückblickt auf das Europäische Parlament? Erstens einmal, das Parlament war eine herrliche Aufgabe. Es war eine wirklich wichtige Aufgabe, denn man hat da etwas machen können für etwas, an was man geglaubt hat. Für etwas, dessen Sinn man erkannt hat. Dass es natürlich Rückschläge gegeben hat, schauen Sie, im Leben gibt es Rückschläge für jedermann. Die einzige Sache ist, ein Rückschlag sollte immer nur die Ermutigung sein, desto härter für die eigene Sache einzutreten. Also ich muss sagen, ich habe diese 20 Jahre wirklich keinen Tag bedauert. Ich habe keinen einzigen Tag gehabt, wo ich gedacht hätte, das ist überflüssig. Manchmal war es in der Legislatur in dem Monat ein Fortschritt nur von einem Millimeter. Aber ich wollte ja immer, dass Europa wächst wie ein Baum, das heißt schrittweise, wir müssen einfach alles das durchkämpfen. Wenn man harte Bretter bearbeitet, ist es auch eine lange Arbeit. Aber es ist immer weitergegangen und ich muss sagen, ich habe es wirklich sehr sinnvoll gefunden. Und heute hoffe ich, dass es auch so weitergeht, denn die Zeichen sind zweifellos ermutigend. Man braucht nur die Zeitungen aufzumachen, wie viel mehr heute von dem geschrieben wird, was wir in Straßburg tun, als wie es früher in meiner Zeit der Fall war. Da war es noch so, dass viele Leute sich gesagt haben, wir können so viel arbeiten, wie wir wollen, die Menschen nehmen es nicht zur Kenntnis. Was übrigens falsch war, aber
das ist eine andere Sache. Aber es hat sehr viele Leute deprimiert. Heute können Sie das nicht mehr sagen. Also ich muss Ihnen sagen, ich bin sehr optimistisch. Das Parlament hat eine ganz wesentliche Aufgabe in Europa. Es ist das demokratische Element. Eine Sache, Sie müssen erstens einmal erkennen, dass man eine Niederlage nur hat, wenn man nicht aufgibt. Man muss weiterarbeiten für das, was man glaubt. Man muss sich einsetzen mit aller Energie. Man soll niemals, wenn man vom Richtigen eines Gedankens überzeugt ist, ein Nein als eine Antwort anerkennen. Im Allgemeinen, man soll an Europa glauben. Wir sind durch ein Christentum geschaffen worden. Wir sind ein Kontinent, wo tatsächlich man wirklich auf ein riesiges Erbe zurückblickt. Und wir müssen einfach entschlossen sein, nicht Erben zu sein, sondern Anfänger zu sein.